Guten Abend zusammen, hallo. Und wie ihr seht, ich konnte vorrutschen. Ich habe den Kopf hier schon mal vorab gemacht, als ich das Bild bekommen habe, um zu gucken, wie funktioniert das denn hier mit den Gesichtern. Und ich war ganz erstaunt, dass es halt dann auch wirklich der Schauspieler war und nicht irgendwie ein komischer Kopf. So, zur Übersicht. Das ist er. Also der Bereich ist ungefähr fertig. Und jetzt klebe ich hier oben. Moment, sieht man es besser. Hier oben den Bereich. So. Am Samstag um 18 Uhr gibt es einen Stream. Und im Anschluss werde ich mir dann wahrscheinlich bei Diamond Painting Deutschland mal ein Bild kaufen. Ich weiß noch nicht welches. Ich weiß noch nicht wie groß. Ich würde wirklich gerne eins mit 150, 300 Farben holen, aber ganz, ganz ehrlich, ich glaube, das ist zu viel. Obwohl ich halt einfach nur auch gerne die Packung davon sehen würde. Ich weiß nicht, ob ich im Stream die Seite auch machen soll, damit man abstimmen kann, so auf die Art, welches Bild es werden soll. Oder ob ich mir einfach dann so ganz nach Lust und Laune eins hole. Wo ist das Symbol? Hier, 25. Hat doch gepasst. So. Okay, da ist auch mein Stift. So, ich mache jetzt hier. Das ist natürlich ideal. Vom Schatten her, so. Okay. Das sollte klappen. Na. Okay. So. Ja, wegen dem Vorschlag, wie gesagt, das ist kein Muss. Wegen Spenden beim Stream. Ja, das ist kein Muss. Es ist nur eine Sache, die ich mir überlegt habe. Wer das gut findet, kann das gerne machen. Wer da keine Lust drauf hat, braucht das auch nicht tun. Ganz einfach. Das ist einfach nur ein Vorschlag gewesen. Ich werde mir so oder so ein Bild holen. Wenn ihr mir da ein bisschen unter die Arme greifen möchtet, ist das natürlich 1A. So, dann kam eine Frage mit ja, wieder Videos. Ich weiß aber nicht, ob die Person noch zuguckt, denn ich denke, sie hat mich deabonniert, aber ich werde sie trotzdem beantworten. Wenn du Themen suchst, kann ich dir nicht helfen. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder erlebt andere Dinge. Aber man kann zum Beispiel über Hobbys reden, man kann über Haustiere reden, man kann über Serien oder Filme reden, die man gerne guckt. Das ist was ich nämlich auch ab und zu mache. So immer wieder. Man kann aber auch über Dinge reden, die einen beschäftigen. Aber da kann ich so keine Vorschläge machen. Für qualitativ hochwertige Videos habt ihr alle gesehen, was man dazu braucht. Das habe ich im letzten Clip mit mir erwähnt. Wie Videoschnittprogramm, Stativ, Lampe, dann halt eventuell auch eine gute Kamera. Handykameras sind an sich ja nicht schlecht, aber so ein Camcorder ist halt was anderes. Oder eben diese Digicams. Aber vom Videobild an sich her sind die Handykameras natürlich nicht schlecht. So. Ansonsten hat sich jetzt in den letzten Tagen kommentartechnisch nicht so viel getan. Das letzte Video war auch nicht dazu gemeint, irgendwie so einen Rundumschlag zu machen. Und wie gesagt, auch kein Mimimi. Es hat alles so gemein. Es hat mich einfach gewurmt, ich wollte es loswerden, habe ich gemacht, mir geht's besser. Und ich glaube, ich habe klargestellt, was mich da so geärgert hat und damit ist für mich jetzt auch das Thema erledigt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich irgendwen böswilligst beleidigt habe oder irgendjemand das total in den falschen Hals bekommen hat. Denn keines wollte ich. Ich wollte
weder einen Rundumschlag, sondern ich wollte einfach nur klar machen, was mich stört. Und das habe ich getan. Jo, gut, fertig. ja, jetzt überlege ich gerade noch ein bisschen, was in den Kommentaren sonst noch so los war. Also ein paar Leute haben immer wieder geschrieben, Diamond Painting Deutschland, Diamond Painting Deutschland. Und ich habe dann gesagt, ja, ja gut, überredet, ich mache das. Ist ja gut. So, und ich habe jetzt auch endlich meine Rahmen bestellt. Die Bilderrahmen. Bei Wunschbilderrahmen. Habe ich mal geguckt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich habe zum Teil ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb. Auf jeden Fall kann man die... Man kann nicht nur Rahmen bestellen, sondern man kann da auch Poster bestellen. Das heißt, man kann das Bild, wie zum Beispiel ein Diamond Painting, fotografieren. Man kann es dann da hochladen. Und dann darum den Rahmen aussuchen. Man darf halt dann nur nicht vergessen, das Poster zu entfernen. Ansonsten hat man halt dann noch zusätzlich ein Bild vom Diamond Painting, was man nicht möchte. Aber es ist halt super praktisch, um einen passenden Rahmen auszusuchen. Ich hatte nämlich eben vor, einen neutralen Rahmen zu suchen. Und ich hatte aus 3-4 verschiedenen Grautönen gewählt. Und habe mich jetzt doch für einen anderen entschieden, weil er mir persönlich besser gefallen hat für dieses Bild. Ich denke, dass er auch für andere stimmig aussieht. Es ist ein Grau. Alles in allem, also die... Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Rahmen das war. Die haben so viele Profile. Auf jeden Fall war es einer, der silbermatt akzeptiert. Silbermatt haben sie nämlich nicht bei allen. Aber alles in allem, die drei 30x30 Rahmen mit Versand, ein bisschen was über 40 Euro. Und das finde ich eigentlich okay. Die Rahmen selbst waren bei ungefähr 6 oder 37 Euro. Das ist okay. Ganz ehrlich, das schreckt mich jetzt nicht so extrem. Klar, es ist nicht super billig. Aber diese drei Holzbilderrahmen, die ich mir bei Amazon gekauft habe, waren dabei ja auch so 30 Euro. Und da habe ich halt was maßgeschneidert ist. Und mir hat das Aussuchen da einfach auch gefallen. Das war recht einfach. Von dem her mal abwarten, bis sie da sind. Und überraschen lassen. Mein Diamond Painting ist immer noch nicht verschickt worden. Das hat jetzt noch, ich glaube, 4 oder 5 Tage, bevor die Bestellung storniert wird, was ich super schade finden würde. Mal schauen, hoffentlich kommt's. So. Und ja, heute haben wir Mittwoch. Ja, Samstag, ne? Könnt ihr gerne dabei sein. Ich werde dann wahrscheinlich aber auch in Zukunft das nicht bei Videos ankündigen, sondern eher bei Instagram Foto hochladen oder so, wo dann steht 18 Uhr. Ich werde mir bei AliExpress einen Custom machen lassen, Stream heute 18 Uhr. Ja? Und jedes Mal, wenn es einen Stream gibt, werde ich das Bild fotografieren, das Diamond Painting. Stream 18 Uhr. Für jede Uhrzeit brauche ich dann extra Painting. Das hänge ich mir dann in den Flur. Dann weiß ich immer, wann ich streamen möchte. Ha! So, genug Blödsinn gelabert. Auf ein Custom hätte ich auch wieder Bock. So ein kleineres, so 30x40. Aber ich habe ja gerade 2 Customs am Kleben. Und da muss ich dazwischen. Seht ihr das? Der Sift, der sich hier nach einigen Wochen und Monaten aufbaut. Furchtbar. Und ich habe tatsächlich überlegt, öfters jetzt wieder Klebmitmäß zu machen. Dass die aber einfach ein bisschen kürzer sind. Und dafür aber öfters.
So statt einmal pro Woche dann vielleicht zweimal 15 bzw. 30 Minuten Videos. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir da in die Kommentare schreiben. Muss man halt gucken, worüber ich rede. Denn wenn es in den Kommentaren dann mehr Aktion gibt, kann ich auch eher auf Kommentare eingehen. Da muss ich nicht so zwanghaft mir irgendwas ausdenken. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit, ne? Dass ich einfach kürzere und dafür öfter Videos mache. Denn das letzte klebt mit mir. Hat vom Zeitpunkt des Rekordknopfes drücken bis zu dem Zeitpunkt, wo es fertig hochgeladen war, 14 Stunden gebraucht. Und das ist wirklich lang. Nur damit ihr da halt ein bisschen Info darüber habt, dass es eben nicht einfach mal hingesetzt ist, sondern dass ich da halt wirklich viel Zeit reinstecke. Und ja, dass halt das mitunter ein Grund ist, dass ich dann sage, oh nee, jetzt sind wir mal 14 Stunden oder lass es 5 sein, ist ja egal. 5 Stunden rendern und hochladen. Oh. Überlegt man sich schon. Deswegen ist das jetzt auch so ein kleiner Test. Ob das halt ja Zukunft hat. Ne? Mal kurz überlegen, was sich so in den letzten Tagen getan hat. Das war jetzt nicht so viel. Also meine Mama, die kriegt hoffentlich nächste Woche Vaniertuch. Das habe ich heute losgeschickt. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe mir bei Butinette so spaßhalber ein Überraschungspaket Sockenwolle gekauft. Wo sie halt einfach irgendwas reinschmeißen. Im Überraschungspaket. So eine Art Weihnachtsgeschenk für Erwachsene. Ja, du weißt, dass du was kriegst, aber du weißt etwas. Halt ideal, um sich selbst zu beschenken. Und da haben wir telefoniert und hat sie gesagt, ja, das hätte ich mir auch schon so lange überlegt, aber ich weiß nicht. Und jetzt, wo du das geholt hast, habe ich mir gedacht, ja, jetzt machst du es auch. So auf die Art. Ja. Und da haben wir heute per Videochat telefoniert, hat sie dann ganz stolz ihre Knoll in die Kamera gehalten. So, guck mal, das habe ich schon, das und das ist meine Sockenwolle. Ich fand es irgendwie süß. Ich mache es ja nicht anders, nur dass ich ihr halt Videos schicke. Und da haben wir mal per Videochat telefoniert. Ach ja. Und da bin ich halt einfach nur sehr, sehr gespannt, was er zu dem Tuch sagt. Denn das waren auch so 4 Wochen, fast 3-4 Wochen. Und na eher 3. Trotzdem, es ist eine lange Zeit. Und man kann es dann halt auch einfach nicht mehr sehen. Aber ja. Jetzt bin ich nur froh, dass es fertig ist. Es ist gewaschen, es ist gespannt. Es ist gut verpackt. Und es ist auf dem Weg. Der Rest ergibt sich hoffentlich. Ach, und nochmal zu Damenpaint in Deutschland. Ihr könnt ja schon mal Vorschläge machen, was ihr da ungefähr für Motive sehen wollt, aber halt ungefähr im Rahmen halten. Ich möchte da jetzt nicht so 2,50 Meter Bilder als Vorschläge haben, weil mir reicht das Ding ja.
an sich ist ja fast schon 70x70 zu groß. Und 70x70 Bild für, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro ist eigentlich, also vom Preis her geht selbst diese 40x40 Bilder für 30, 40 Euro, was die sind an sich. Also ich glaube, Preis-Leistung stimmt. Deswegen halt mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da so ein Josephine Wall Bild holen soll. So schön sie auch aussehen. Aber ja, es sind Sternzeichen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie interessiert ihr an diesen Sternzeichen seid. Oder ob es da irgendein anderes sein soll. Es sind schon einige Bilder da. Ich habe mir auch Stribiduck angeguckt. Ich glaube, so heißt der. Aber das ist nicht so mein Geschmack. Es sind auch Bilder mit 150 Farben. Eine ordentliche Größe, aber halt auch so 100 Euro um den Dreh. Und naja. Ganz ehrlich, ich finde eigentlich 30, 40 Euro für so ein Bild schon genug. Ich finde an sich auch 90 Euro für ein Meterbild genug. Oder halt diese Josephine-Bilder, ne? Es soll ja trotz allem noch halbwegs erschwinglich sein. Ich meine, die super billigen, die kriegt man von AliExpress. Da kennt ihr ja mittlerweile den Aufbau. Aber Diamond Painting Deutschland, ja, das ist halt was anderes. Schon allein die Tatsache, dass du da wesentlich mehr Farben hast, ist ziemlich interessant. Und wenn dann die Schattierungen und Highlights etc. in dem Bild auch richtig gut rauskommen, dass es dann eben auch nach einem richtig schönen Diamond Painting aussieht, ja, warum nicht? Dann kostet es halt eben so viel. Das ist aber halt dann auch was man definitiv aufhängen würde. Auf jeden Fall eher als so manches 11 oder 12 Euro Bild. Aber 100 Euro. Ich finde, das ist zum Teil genauso krass wie mit Wolle. Das, was ich da meiner Mama gestrickt habe, das ist sogenanntes Luxusgarn. Ich persönlich würde mal das nie kaufen, denn wie erwähnt, ich hätte einfach nur Angst, dass es kaputt geht und für nur zu Hause wäre es mir zu schade. Ihr wollte ich halt einfach eine Freude machen und ich denke mal, dass mir das damit gelungen ist. Fotos davon seht ihr erst, wenn sie es bekommen hat. Die werde ich auch auf jeden Fall bei Instagram dann hochladen. Aber ja, ich denke mal, das ist bei so überteuren Diamond Paintings dann auch irgendwie so. Lohnt sich das? Frage ich mich halt immer, lohnt sich das? Ist es das wert? Denn bei Boutinette, da gibt es auch Diamond Painting 30x30 für 40 Euro und das ist definitiv zu teuer. Vor allem, wenn das dann halt auch nur so 20 bis 30 Farben hat. Aber was ich vielleicht auch machen werde, ist mehr so Kinderbilder holen. Bilder, die halt mehr für Kinder geeignet sind. Und dann der Arche spenden. Hier ist nämlich in der Nähe eine Arche. Schon ein paar Häuser entfernt. Und das wäre halt so mein Plan, falls ich irgendwann mal mit YouTube Geld verdiene. So in 24 Dekaden, wie ich dann das Geld dafür ausgebe, dass ich dann Diamond Paintings für Kinder kaufe, die dann da verschenke. Ein paar als Giveaway und so.
aber das wird, bis es soweit ist, wird es zu lang dauern. Von dem her, ich mal gucken, ob ich da einen Händler finde, ein paar schöne Bilder, habe ich irgendwie Bock drauf. Denn normalerweise bin ich halt eher so, dass ich, wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich für Tiere oder für Menschen was Gutes tun, würde ich eher für Tiere was Gutes tun. Es ist einfach so. Denn, naja, meine Meinung von der Menschheit ist jetzt nicht unbedingt die beste, wie es bei vielen anderen auch so ist. Und ja gut, das soll jetzt nicht so moralapostelisch klingen und so, aber es sind halt einfach die Tiere, die darunter leiden, die nichts dafür können. Es ist halt so. Deswegen läuft man Amazon Smile auch auf ein Tierheim. Und das wäre aber so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da, das kannst du vereinbaren. Ist ein komisches Thema. Irgendwie, egal was man da sagt, es ist nie richtig. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich bin krank. Würde ich mich aber vorher erst noch informieren, ob das gehen wird. Und vielleicht eben ein Bild von mir abgeben und mir das dann später irgendwann nochmal nachkaufen. Es muss halt nur klein sein. Ich denke jetzt nicht, dass die alle so erfreut wären, wenn sie da so ein 40x80 Bild hätten. Naja, das sind so Ideen, die ich habe. Kommst du her? So. Ja, wie gesagt. Gut, die Kamera ist bald leer. Läuft der Akku bald alle. Stream. Diesen Samstag weiß ich nicht, was das ist. Zweite. März. Samstag halt, ne? Und da um 18 Uhr. Link zu meinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Und ja, wer da unterstützen möchte für ein Diamond Painting Deutschland Bild, gerne. Wer nicht unterstützen möchte, darf trotzdem gerne vorbeigucken. Das ist auch okay. Es ist kein Muss. Deswegen nennt sich es ja auch Spende. So. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, viel Spaß beim Kleben. Und ja, wenn ich das hier öfters mache, dann wird das Bild auch irgendwann mal fertig, stelle ich gerade fest. Von dem her hat dieses weniger Zeit, aber öfters in der Woche vielleicht gar nicht mal so schlechte Aussicht. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!